In einer Welt, in der ein Junge lebt und sehr gerne isst, probiert er sich ans Kochen. Natürlich sieht er nicht aus wie bei Burger King. Er probiert es immer wieder und scheitert jedes Mal aufs Neue. Das ist mein Krabbenburger. Eine Monster. Aber es gibt einen Mann, der ihn sehr verwöhnt hat. Es ist richtig lecker. Und er möchte ihn zurückverwöhnen. Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und heute habe ich wirklich einen Kunden. Ich habe wirklich einen Kunden, der gesagt hat, hey, du, ich will von dir bekocht werden. Also, ich meine, wenn man darauf steht, vergiftet zu werden, ich mach das gerne, falls ihr auch mal vergiftet werden wollt. Oder mir zuschauen wollt, wie ich Delikatessen zaubere. Ihr wisst alles genau. Aber ich tue wirklich mein Bestes, um ein guter Chefkoch für ihn zu sein, weil ich bin heute sein persönlicher Koch. Aber bevor ich euch zeige, wer das ist, gehen wir erstmal zum Supermarkt, weil wir müssen natürlich die frischen Zutaten erstmal einkaufen. Leider Gottes muss ich ihm Tomaten kaufen. Es ist wirklich, die Menschen sind noch verwirrt. Dieser gute Mann heute, der Max. Was geht? Kennen wir schon viele von euch. Ein sehr guter Koch. Er kocht heute für mich. Ich koche so gesagt heute für ihn. Ich hoffe, du wirst es nicht bereuen, weil ich bin kein krasser Kochmann. Ich hoffe, ich vergifte dich nicht oder sonst was, ne? Aber sag ich mal ehrlich, wenn scheiße ist, sag bitte, ey, es ist kacke. Ich werde ehrlich sein, das verspreche ich dir. Ich kenne ja auch so deine Kochexperimente von Insta und so manchmal. Aber du liebst ja Essen sehr. Ja, genau. Ein bisschen Erwartung habe ich auf jeden Fall. Ja, okay, du wirst aber nicht verwöhnt. Das kann ich ja schon mal. Ich probiere mein Bestes zu geben. Ich gebe mein Bestes. Aber ich glaube, es wird keine Verwöhnung. Okay, okay. Aber mal gucken, was wird. Erstmal fangen wir an. Du wolltest jetzt Pancakes haben. So American Pancakes. Genau. Blueberries sind richtig geil. Probieren wir. Jo. So, ich mach meine eigene Kreation jetzt einfach, Max. Also, ihr könnt hier die ganzen Zutaten sehen. Ja, komm, ich brauch kein Messband, hier machen wir schon so. Keine Sorge, die werden dick. Du willst ja richtig dicke Dinge. Ich mag richtig gern dicke Pancakes, auf jeden Fall. Ich habe tatsächlich ein sehr, sehr krankes Pancake-Rezept. Also ich stell dich hier auf eine harte Probe, auf jeden Fall. Ach, hast du richtig Anforderungen jetzt an mich? Ja, also ich habe schon Bock auf ein paar leckere Pancakes, ja, ne? Ja, fühle ich auch richtig enttäuscht. Okay. Kompletter Freestyle-Ansatz bei dir, ne? Ja, weil ich finde, natürlich Rezeptoren kann man jetzt auch mit Handys probieren. Ich vertraue mir, wird schon ganz lecker. Ein bisschen Zucker, um alles hier abzurunden. Bei mir immer so 300 Gramm, ich habe immer so eine Feinwaage noch. Ja, so. Ich auch, aber ich habe keinen Bock, irgendwie so zu machen, zu gucken, wie es ist. Okay. So, boah, ich hoffe, ich versalze es jetzt nicht. Okay. Milch hauen wir rein, Mehl habe ich auch, Ei habe ich auch. Und du stehst richtig krass auf Blaubeeren. Ich mag Blaubeeren sehr gerne. Ich mach das Achtung, kriegst du noch AIDS. Ja, das wollen wir nicht. What the fuck? Ja, damit ich hier auch kein AIDS bekomme. Das ist wichtig, cool. Wichtig. Du stehst auf Blaubeeren, kriegst einfach alle. Yes. So. Geil. Wow. Das sieht schon mal aus. Sieht schon mal gut aus, auf jeden Fall, ja. Okay, rein da. Die werden auf jeden Fall dick. Da werde ich dich nicht enttäuschen, glaube ich. Okay. Also man muss auf jeden Fall sagen, du kochst sehr schnell schon mal. Du redest auch sehr schnell. Du bist einfach ein sehr schneller Mensch. Kann das sein? Ja, auch im Bett. Nein. Okay, wir werden unter die Arme jetzt gegriffen, weil ich ein absoluter Anfänger bin. Also trennen das Ganze nochmal. Und ein dicker Hops. Zack. Ja, dick sind die schon, ne? Dick sind sie, ja. Die werden so mehlig schmecken. Den nehmen wir mit. Oh, der ist wirklich gut geworden. Wow. Ja, wir sind entscheidend zwischen den beiden, die wirklich unfassbar gut aussehen, und die beiden. Muss aber sagen, Max hat bei dem gut geholfen. Deswegen sehe ich wahrscheinlich auch so. Das sind deine. Du bist heute einen Tag mein persönlicher. Ja, okay, gut. Ich habe hier noch Ahornsirup für dich. Oh. Weil ich bin eigentlich ziemlich sicher, an diesen ganzen Diners und so, haben die auch mal Ahornsirup wie sonst was aufgeklatscht. Hallo, Monte? Sehr wichtig. Extrem wichtig, der Ahornsirup, sag ich ehrlich. Boah. Aber du geizst schon ein bisschen, ne? Also ich hätte schon mehr raufgemacht, wenn ich drüber... Okay, komm. So, du musst ehrlich sein. Bitte, es tut mir jetzt nicht weh, wenn du sagst, du bist kacke. Blaubeeren sind drin. Mhm. Wenn soll ich? Ja, gut, bitte. Ich beiß richtig rein. Also die Blaubeeren ist stark. Oh, ich bin selber gerade gespannt. Ich habe hier selber Erwartungen schon an mich, weil ich werde hier so gut bekocht, Leute. Und ich will auch was zurückgeben. Also die Blaubeeren, die sind fast ein bisschen sauer gegen den Ahornsirup, aber man kann das gut übertünchen, indem man das da so richtig krass reintaucht. Die sind aber auch heiß, die Blaubeeren. Also die halten richtig gut die Hitze. Aber ich habe das Problem, ohne es zu probieren zu haben, ich bin ziemlich sicher, sie sind sehr mehlig wahrscheinlich, ne? Sie haben ein bisschen Biss und sind nicht sehr ultra fluffig. Aber die Blaubeeren da drin sind schon sehr, sehr wichtig, muss ich sagen. Also ich würde sagen, soll ich dir auch eine Note geben? Boah, machen wir so von 1 bis 5, okay? Komm, ohne weiter, komm, ich probier mal selber, bevor du was sagst. Naja. Ich bin selber nicht gerade stark. Ich werde mir selber so eine 4 plus vielleicht geben. 4 plus, nein, ich hätte dir schon so eine 3,5 gegeben. Du hast ja aber auch keinen Ahornsirup. Na, stimmt natürlich. Holt 4 raus, ne? Ja, 3,5, 3. Ich sag mal, der Teig ist scheiße. Ich hätte mal viel fluffiger hinkriegen müssen. So, ja, da hätte ich ein bisschen mehr Liebe rein investieren. Ich glaube, ich mag es halt einfach so Freestyle. Jetzt gucken, was passiert. 3, okay, 3. 3 ist nicht schlecht. Kann ich rausholen beim Mittagessen noch? Mal ja, gucken, was da. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Ich habe mir da was gewünscht. Irgendwas ordentliches. Und ich muss sagen, der Kaffee, der mir gebracht worden ist, guckt euch mal an, wie unfassbar schön der ist. Also, das nächste Gericht, wie ihr schon sehen könnt, die Zutaten, das ist keine Fettsackwelt. Das ist eine edle Welt, in der ich hier eingeladen werde. Wie kommst du auf das Gericht Reibekuchen? Und warum willst du das überhaupt haben? Reibekuchen mit Lachs. Ey, ganz ehrlich, ich koche ja selbst so oft für andere Leute, dass ich mir schon häufig die Frage gestellt habe, was würdest du dir wünschen? Und ich gehe dann immer komplett nach Bauchgefühl. Mir ist das einfach nur eingefallen gestern, als du mich gefragt hast. Und dann dachte ich mir,
Das wäre eigentlich eine gute Idee. Also Reibekuchen mit Lachs. Eigentlich so ein Weihnachtsessen, ne? So für Weihnachtsmarkt. Wir können da noch gleich ein bisschen Muskat reinreiben, weil dann wird es wirklich edel. Ja, kannst du gleich für dich selber einfach kochen. Ja. Ja, okay, ich probiere mein Bestes. Also wir haben hier erstmal Kartoffeln, die ist schon nackt. Und wir müssen einfach nur Kartoffeln schälen. Ah, mach einfach mit dem Messer. Ziehen wir das erstmal aus. Und die haben sich gut ausgezogen. Was jetzt aber ziemlich nervig ist, also finde ich, ach ja, kochen, das hat übelst Aufwand. Ich muss die reiben. Wisst ihr, das ist ja Reibekuchen, also wirklich müssen die gerieben werden. Wir müssen jetzt noch eine Zwiebel schneiden und guck mal zu, wie ich eine Zwiebel schneide. Ich würde eine Zwiebel jetzt so einfach schneiden, wisst ihr, so wie menschenmäßig. Und jetzt Max, zeig mal, wie würdest du denn die Zwiebel rangehen? Okay. Also ich würde sie natürlich als erstes mal halbieren, ne? Mhm. Das ist ja klar. Dann würde ich sie der Länge nach in so Schlitzen einschneiden. So, einfach so nach hinten runter. Dann macht man so eine Kralle, damit man sich nicht in die Finger schneiden kann und dann einfach... Und wie viel besser, dass man die einfach aussieht als bei mir. Das Problem, das ich halt immer habe, wenn ich irgendwas koche, es sieht halt wirklich grausam aus. Aber hoffen wir trotzdem, dass es mir schmecken wird. Die Zwiebeln verwirren mich irgendwie, weil, Digga, wenn ich Reibekuchen esse oder Kartoffelpuffer, da sind dann die Zwiebeln drin. Aber nach Rezept soll es das sein. So, wir nehmen jetzt ein kleines Stück und zack, guckt euch das doch mal an. Okay, gut, ihr könnt da noch nicht so richtig sehen, aber gerade ich will Max einfach glücklich machen. Aber wir machen hier gerade keinen glücklich, weil es ist nicht so lecker bis jetzt. Okay, also jetzt haben wir, also wir wurden platt gedrückt, sage ich mal jetzt. Und es sieht so ein bisschen frittiertmäßig aus, also viel Öl drin ist. Eine kleine Wendung. Oh, hey. So, die sehen ja schon wirklich, ich hoffe, es ist fokussiert, ne? Die sehen wirklich gut aus, aber es gibt noch eine Kleinigkeit dazu. Und zwar, du willst ja nur Sour Cream haben. Yes. Aber ich habe mir das überlegt, weil, das habe ich mal gesehen, das finde ich ganz nice eigentlich. Man macht Sour Cream, ne? Ja, und okay. Und fresh. Ui. Weil das macht es nochmal so soft. Ich weiß, das ist so ein kleiner Trigger, ich habe Rob mir abgeguckt. Macht nochmal so ein bisschen softer. So wow. Ist, dazu reagiert. Du gibst dir ja auch Mühe hier, ich, ne? Ich will ja wirklich nicht enttäuschen, du bist ja wirklich ein guter Koch. Ja. Und natürlich noch wie Oh, jetzt aber. Ich finde das albern. Wir haben irgendwo Blätter hingehauen, würden die gar nicht schmecken. Macht ja gar keinen Unterschied eigentlich. Ich mache echt keine. Der Lachs. Probier den Lachs erstmal. Also würdest du jetzt einfach wirklich da drauflegen, wie so eine Scheibe, wie so eine Das musst du wissen halt, ne? Ja, okay, schau, mach halt so. Also ich finde es schon sehr hübsch, muss ich sagen. Es fühlt sich gut an. Ich glaube wirklich, vielleicht kriege ich heute rum, vielleicht wird es eine 2. Das muss man aussehen auch nicht schlecht sagen, muss ich sagen. Also ja, guck mal, darf ich dir einen Tipp geben? Mhm, gerne. So, guck mal, wir könnten so ein bisschen, nicht unbedingt mehr, wenn man den Lachs, so die Leute machen das, glaube ich, häufig so, dass man das dann so aufeinander legt und dann nimmt man so... Ah. Auf den. Ich finde schöner, ja, ich finde schöner. Dann nehmen wir uns hier ein bisschen Lachs. Mhm. Ecke ab. Boah. Also es knackt gut. Es knackt tatsächlich. Das ist aber jetzt kommen wir noch nicht Sorkin. Und Sorkin ist eh mal gut. Ich hoffe, das macht ein bisschen Unterschied. Ich habe ein gutes Gefühl. Ich hoffe, ich nehme die Zwiebeln gut durch. Ey, ich schwör's dir, die sind perfekt. Übertrieben. Nein, ich schwör's dir. Guck mal, also das ist ja nicht so wie Pizza oder so, wo es so verschiedene Ligen gibt, sag ich mal, ne? Sondern Reibekuchen sind Reibekuchen und die sind perfekt. Ja, was würdest du geben von 1 bis 5? 1. Wow, was? Ja, also die haben den Crunch. Ist da Zitrone noch dran? Nee, boah, das ist aber schlau gewesen. Ich schwöre, da ist eine zitronige Note. Geil, das freut mich gerade richtig. Ich muss mal selber. Nee, ich find's sehr lecker. Also könntest du jetzt wirklich direkt einfach weghauen. Dann dippe ich das hier ein in Sour Cream. Oh, also Lachs hat mir gar nicht so krass zu, ne? Aber der Reibekuchen ist richtig gut geworden. Also knusprig, Zwiebeln sind durch, richtig Kartoffelgeschmack, das übelst Kartoffel, was du mehr haben möchtest. Und Sour Cream ist immer geil so. Ey, es freut mich gerade wirklich. Aber es geht ja weiter. Du kriegst ja noch Abendessen. Und das ist gegen meine persönlichen Werte, aber ich zeig's dir jetzt gleich mal. Bevor es aber in die nächste Runde geht, Max, ich möchte dir was geben, was ich jedem YouTuber gebe, also den ich kennenlerne. Also jeder muss es einfach probieren, meiner Meinung nach. Okay. Und zwar Ferdifuchs Mini-Würstchen. Jeder Zuschauer weiß jetzt schon Bescheid. Kennst du die? Das ist erstmal die wichtigste Frage. Kennst du Ferdifuchs Mini-Würstchen? Ich glaube, ich habe es schon mal bei dir gesehen. Warum? Es ist so ein regsamer Schweinegeruch, ne? Es ist so ein ekliger. Das riecht wie so ein alter Leberkäse. Geil, okay. Ein kleines Stück im Mund nur. Mhm. Wenn es durchgeht, kannst du auch ausspucken. Es ist halt einmal nicht lecker, oder? Boah, du brichst sogar auf, Alter. Es schmeckt aber ein bisschen so wie so ein Wiener Würstchen auch. Alter, was hast du für Geschmacksnerven? Das ist zusammengelegter Müll, Alter. Also Max, ich fühle mich ein bisschen beleidigt von dir, Leute, weil Cherry-Tomaten. Also du möchtest ja Bruschetta von mir haben, ne? Aber ich muss sagen, wirklich, du wusstest nicht, dass ich Tomaten hasse, ne? Aber Tomaten sind der absolute grauenhafte Horror und ich muss hier damit ein Gericht zaubern, weil das ist ja so ein Schibetta-Brot, dann machst du Tomaten so drauf. Ich habe meinen eigenen Mix hier, den ich gleich machen, aber wirklich Tomaten. Liebst du sie krass oder ist eher so ein Nebenbei-Ding für dich? Also ich verstehe, was Leute meinen, so, also mir würde es nicht in den Sinn kommen, mein Bruder zum Beispiel, der holt sich mal so eine Fleischtomate und dann isst er die. Das ist wirklich für mich irgendwie eine Sünde. Das checke ich auch nicht, finde ich auch nicht gut. So kleine Cocktailtomaten kann man schon mal aus so Tomate Mozzarella essen. Das finde ich lecker, aber ich verstehe auf jeden Fall nicht, warum man sie so krass hassen kann. Alter, guck mal, wenn du die reinlegst in deinen Mund, dann spritzt sie sich an. Ich bin doch nicht kein Porno, Alter. Ich will nicht angespritzt in den Mund, Alter. Ich fühle es einfach nicht und die Konsistenz ist einfach nicht lecker. Nein, ich werde nicht so gerne angespritzt. Aus von euch, wenn ich kein Like da lasse. Ja, da muss mir kurz helfen. Wie dick Saft darf es sein? Daumenbreit. Nur? Also Sachen machen eigentlich so nicht. Ja, gut.
Die hier, ne, kommen jetzt eins in meinen Mund. Der Rest, ne, kommt die vorne. Jetzt kommt halt das Ding, ne. Du denkst jetzt wahrscheinlich nichts Besonderes, ne. Einfach Brot, sag ich, wird jetzt auch, also das Olivenöl wird eingesaugt vom Brot. Aber ich habe jetzt einen Trick. Ah, nein, noch nicht. Das würde sehr überraschen. Ist auch ein Ab. Ich weiß, was ich hier mache, Leute. Ich freue mich hier gerade auszuleben. Ich habe eine Idee mit der Reibe und mit dem Knoblauch. Das Problem ist gerade, die Bruschetta besteht ja aus Tomaten, also die Hauptzutat, sag ich mal, ist, die den Geschmack ausmacht. Das Problem ist, ich kenne die Tomaten hier absolut nicht aus. Ich werfe die sonst eigentlich nur in den Müll. Und deswegen, also Max, da musst du wirklich aushelfen. Ich würde sie jetzt einfach vierteln. Man nimmt häufig auch für Bruschetta Bruchtomaten, also Fleischtomaten. Also wir schneiden die jetzt aber jetzt, ne? Und dann? Dann marinieren wir die mit ein bisschen, also du marinierst die. Ja, hallo. Hier wird nicht heimlich in der Kamera was anderes getan. Oh. Das sieht aber gut aus. Wenn ich dir einen Tipp geben darf. Gerne. Halbieren und einfach roh drauf rein auf das Bruschetta. Oh hey, hallo, das ist mein Trick. Das wollte ich gerade machen. Was nimmst du mir jetzt? Das wollte ich gerade ehrlich machen. Ich dachte, das wäre so ein Special Move, wenn ich das frittiere einfach, weil keiner kommt da drauf, Knoblauch zu reiben, Alter. Also normalerweise macht man bei Bruschetta so, man halbiert es. Ja. Und so reibst du das dann über das angeröstete Brot. Ah, okay, ja. Stimmt. Meine Idee ist, ich glaube, die ist furchtbar. Ich will Knoblauch so drauf machen. Ich weiß nicht, ob es absolut bescheuert ist oder nicht, aber ich stelle es mir irgendwie geil vor. Es raucht, ne? Ja, ja gut. Kommt da die Feuerwehr. So. Dann machen wir das halt so. Tomaten kommen hier schön rein. Machen wir ein bisschen rein. Und dazu ist das Basilikum. So, schön. Schön, guck mal, wie das aussieht. Komm, Tomaten sind zwar keine. Tomaten sind nicht hässlich. So ist das eigentlich. Die schmecken einfach nur scheiße. Und dann reiben wir das richtig schön hier rein. Schön mit den Schweinehänden, oder? Oh ja. Würdest du die jetzt noch anbraten oder nicht? Nein. Okay, gut. Komm, nehmen wir drauf. Ja, kann ja sein, so extra Flavor da hier oder sowas. Ich bin ein Tomaten-Game nicht drin noch jetzt. Ja, das Einzige, was wir noch brauchen, ist Basilikum. Oh, ach so, draußen meinst du? Das war Balsamico, hier ist Basilikum. Davon kannst du ein, zwei. Das Coole ist ja, bei Max, er hat einfach hier Pflanzen. Oder selbst. Oh, Junge. Du hast hier Pflanzen, die man einfach abnehmen kann. Ja. Das ist das Frischste, was wahrscheinlich geht, Alter. Ja. So, dann schmeißen wir nochmal ein bisschen Tomaten darauf. Oh, so. Und zur Schönheit, wirklich. Bam, bam, bam. Auf eine, so ein. Also ich fühle mich gerade echt ein bisschen Koch auf uns. Scheiß drauf, geht schon so. So halbwegs. So, Max, genießen bitte. Okay. Auch ehrlich sein, ne? Scheiße immer sagen, das ist wichtig. Ich werde ehrlich sein auf jeden Fall. Aussehen, ich sag dir, bei mir ist es wirklich so, ich mach, die sind einfach furchtbar, sehen die aus. Aber vielleicht schmecken die. Ich glaube, also für dich, für deinen Teil, sehen schon gut aus. Okay, ich nehme das mal als nettes Kompliment, nett ausgedrückt. Also ich mach Bruschetta immer grob und bin gespannt, ob du mir vielleicht sogar was Neues zeigst hier mit der Zubereitung in der Pfanne. Durch diesen leckeren Biss an. Also crunchy haben wir auf jeden Fall getroffen. Ich hoffe, es ist nicht zu fett, weil das war ja wirklich komplett die ganze Pfanne voller Fett. Eine Tomaten, kann ich nicht einschätzen, kann immer eklig sein. Boah, die sehen so kacke aus. Ich sehe. Also. Ich probiere es nett auszudrücken. Es ist die beste Bruschetta, die ich je von jemandem gegessen habe, der keine Tomaten isst. Man kann es auch wirklich beschissen ausdrücken. Also 1 bis 5, nochmal eine 3. Eine 3. Ich glaube, es ist heimlich eine 4, aber du möchtest nicht zu dir Feedback geben? Sag mir Feedback, gerne. Man kann die Tomaten marinieren eigentlich. Also man macht das direkt zu Beginn, lässt sie da ein bisschen stehen, dann geben die ein bisschen mehr Saft ab und wird dann super juicy. Dadurch ist es noch ein bisschen wässrig und es ist schon leicht angefettet, das Brot, würde ich mal sagen. Aber es ist trotzdem, also ich finde, du hast das sehr gut gemacht heute. Ach, Max ist einfach viel zu nett, wir sind mal ganz ehrlich. Das Mittagessen habe ich dich abgeholt. Ja, Mittagessen war top. Ja, Frühstück und Abendessen, da hättest du doch ins Restaurant lieber gehen sollen. Also das war wirklich, was soll's. Trotzdem war es okay. Leute, Max hat auch für mich gekocht, ne? Du warst ja persönlich auch für mich. Das war aber erfolgreicher und wirklich viel, viel leckerer. Muss man einmal zugeben. Schaut super gerne mal Max vorbei und sonst bald, wenn ihr Bock habt, lasst ein Like auf dem Video da. Aber auf keinen Fall, was ich getan habe. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Ciao, ciao.